Mit diesen drei Tipps erreichst du als Immobilienmakler den Wow-Faktor. Oder anders gefragt. Und in diesem Video will ich da ein bisschen näher drauf eingehen, nicht nur ein bisschen, sondern wirklich detailliert drauf eingehen, weil schauen wir uns doch mal die Branche wirklich an. Was machen die meisten Immobilienmakler? Die meisten Immobilienmakler sind in ihrer Arbeitsweise nicht nur mehr oder weniger, sondern sie sind fast nahezu alle vergleichbar. Und zwar Exposés aus der Retorte, also aus einer CRM. Wenn ich also an einem Standort, sagen wir mal 100 Makler, und ich habe damals eine Recherche gemacht bei mir, an meinem Standort waren es über 100 Immobilienmakler in einem Ort mit insgesamt 26.000 Einwohnern. Waren 100 Immobilienmakler registriert, beziehungsweise haben versucht, mal ein Objekt zu verkaufen. Dazu zählen natürlich auch die Nomadenmakler, die über das Land ziehen und überall Objekte verkaufen, wie die Immobilienmakler, die an dem Standort auch tatsächlich auch einen Firmensitz haben. Also jede Menge Zeug, man könnte auch sagen Grobzeug, die an einem Standort versuchen, Immobilien zu akquirieren und zu verkaufen. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass 80% der Immobilienmakler auch eine CRM nutzen, welche ist ja völlig egal. Und es geht auch gar nicht darum, CRM jetzt zu bewerten, gut oder schlecht. Hat seine Berechtigung, ist wichtig, brauche ich als Immobilienmakler. Die Frage ist nur, ob ich damit den Wow-Faktor erreiche. Das mal ein Punkt. Der zweite, weitere wichtige Punkt ist, woran soll denn ein Verkäufer überhaupt festmachen, was der Unterschied ist, der den Unterschied ausmacht? Also wie soll ich als Verkäufer deine Arbeitsweise überhaupt erkennen, dass du besser bist als jemand anders, wenn du genau den gleichen Standard machst, wenn du genau die gleichen Dinge tust? Macht also relativ wenig Sinn. Also das heißt, die Arbeitsweise ist ein Thema, woran wir erkennen, ob ein Makler gut oder schlecht ist. Ich will dich aber noch ein bisschen tiefer abholen, und zwar an dem Punkt, welche Lieferstufen gibt es überhaupt? Also das heißt, wie wird geliefert? Das ist jetzt Betriebswirtschaftslehre wirklich 1x1, ganz einfaches Thema. Und zwar Lieferstufen sind, wenn ich etwas bei dir kaufe oder bestelle, wie lieferst du deine Leistung aus? Und da gibt es 4 Lieferstufen. Erste Lieferstufe, und ich nenne die mal, das ist die Lieferstufe, wo nichts zurückkommt. Ja, also du bestellst in einem Online-Shop irgendwo in China, ja, und du bekommst niemals die Ware, aber das Geld ist weg. Das ist praktisch wie eine Art Diebstahl. Ja? Es ist kriminell. Das ist nicht cool. Das ist der erste Punkt. Also Lieferung ohne Leistung. Zweiter Punkt ist Lieferung mit Mängeln. Das heißt, ich bestelle etwas und ich kriege ein kaputtes Paket. Das könnte man beim Immobilienmakler so einfach schon sehen, in dem Moment, wo ich eine Leistung bekomme, die aber sozusagen mir wird versprochen, die Immobilie wird verkauft und am Ende des Tages wird sie gar nicht verkauft. Ja? Jetzt kann sich der Immobilienmakler vielleicht noch rausreden und sagt, ja, du musst ja nur bezahlen in dem Moment, wo du auch die Leistung, also beziehungsweise wo ich den Erfolg durchgeführt habe. Ja? Aber das ist natürlich nicht cool, weil wenn ich jemandem verspreche, ich verkaufe dir deine Immobilie und dann aber nicht liefere und dann kommt ja der Austausch, das Geld, dann ist das trotzdem nicht cool, weil das eben nicht nur einen Schaden bei dir verursacht, weil du Arbeit hattest und kein Geld verdienst, sondern der Verkäufer die Hoffnung hatte, dass du es verkaufst und er am Ende des Tages zum Beispiel auf Zinsen sitzen bleibt, auch einen Verlust hat. Also es ist nicht smart. Ja? Dann kommt die nächste Stufe ist, liefern wie bestellt. Ja? Also das heißt, exakt genauso, was man bestellt, bekommt man auch geliefert. Ist okay, so machen es die meisten, aber ist trotzdem nicht sexy und hat auch nicht den Wow-Faktor. Und dann kommen wir zur Lieferstufe 4, nämlich das ist die Lieferstufe,
was wir Over-Delivery oder mehr liefern, als der Kunde erwartet, mehr als der Verkäufer erwartet. Was erwartet dann der Verkäufer? Standard erwartet er. Normale Fotos, keine richtig coolen Fotos. Normales Exposé, kein richtig cooles Exposé. Ja? Ein Makler, der sich ab und an mal meldet, aber nicht einen Makler, der sich jedes Mal, wenn er zum Beispiel besichtigt hat, der immer kommuniziert mit dem Verkäufer, der außerordentlich coole Exposé-Texte schreibt, der außerordentlich professionell das gesamte Objekt vorbereitet, der super coole Texte schreibt, ja, der ein Online-Exposé erstellt, also jetzt also auf Immobilien-Scout einstellt, und zwar wie vom anderen Stern, ja, der Besichtigungen durchführt und tipptopp 1A nicht nur gepflegt auftaucht, sondern vor allen Dingen top informiert ist, der Mitarbeiter hat, die hoch motiviert, begeistert, freundlich, kundenorientiert sind. Also all das, was es leider Gottes bei vielen Maklern nicht gibt, neben Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeiten, keinen Rückruf auf Anfragen, wirklich extreme Kommunikationsverzögerungen bei der Beantwortung von eben solchen Anfragen von Kaufinteressenten. Und hey, lass uns bitte an der Stelle ehrlich sein. Das ist, und ich werde es immer wieder auf den Punkt bringen, das ist da draußen die Realität. Und es ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, dass 80% der Immobilienmakler draußen genau so arbeiten. Das ist erstmal das Grundproblem. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn erstens keine Objekte reinkommen, also das heißt, der Objektbestand leer ist, zweitens die Immobilien nicht verkauft werden. Weil wenn du natürlich nur Soße lieferst oder auch Rotz lieferst, dann musst du dich natürlich nicht wundern, wenn sich schon den Kaufinteressenten beim bloßen Anschauen des Online-Exposés der Magen umdreht. Wenn die Bilder so schlecht gemacht sind, weil der Makler noch nicht mal in der Lage ist, die Kamera gerade zu halten, geschweige denn das richtige Objektiv zu nutzen oder die Fotos ordentlich, also die Fotokamera ordentlich zu belichten, dann muss man hier eine Sache ganz klar sagen, nämlich es ist geballte Inkompetenz. Ja, oder man könnte auch sagen Dilettantismus. Und genau das hat natürlich keinen Wow-Faktor, nämlich das ist Mülleimer. Kommen wir nun mal zum Wow-Faktor. Also Tipp Nummer 1, den ich dir geben kann, ist, liefere mehr als dein Kunde. Käufer ist genauso dein Kunde wie Verkäufer. Liefere mehr, als er von dir erwartet. Und denke immer daran, jeder, gerade unter den Kaufinteressenten, du kannst ja mal schätzen, wie viel Prozent sind darunter, die auch etwas zu verkaufen haben. Also das heißt, wenn du da deinen Job nicht machst, und glaubst, dass nur der Verkäufer, der dir den Auftrag gegeben hat, dein Kunde ist, dann hast du dich ganz, ganz fett in dein Fleisch geschnitten. Weil du bringst dich um viele neue Aufträge, wenn du die Käufer nicht genauso tipptopp 1A behandelst. Also erster wichtiger Punkt ist, mehr liefern, als der Kunde erwartet. Kommen wir zu dir als Person. Schau, wir sind hier in einem Bereich, wo es um viel Geld geht. Natürlich lässt sich über Mode oder Geschmack bekanntlich immer streiten. Denn Geschmäcker sind sehr unterschiedlich. Schau, bei mir ist es so, ich habe eine rosa Krawatte an. Da wird jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, Mensch, wie kann man denn eine rosa Krawatte anziehen? Ich habe hier so ein Einstecktuch. Da wird der ein oder andere sagen, hey, wie läuft denn der rum? Und so weiter und so fort. Ist mir aber egal, weil es sind meine persönlichen Kriterien, dass ich für mich eine sehr gute Kleidung trage, eine hochwertige Kleidung trage, also Premium mich kleide, weil ich auch Premium-Kunden habe. Und wenn du selber ja nicht Premium-Kunde bist und dich nicht auch als Premium-Kunde kleidest, dann musst du dich natürlich nicht wundern, wenn du selber keine entsprechenden Kunden bekommst. Also
Wichtig ist, das ist ein ganz wichtiges Kriterium, dass du dich ordentlich kleidest und auch da schon wieder von den anderen Maklern dich unterscheidest. Und hey, über eine Sache brauchen wir uns nichts vormachen. Man kann nie allen gefallen. Ich muss meiner Zielgruppe gefallen. Meine Zielgruppe muss mich cool finden und nicht die Kunden, die ich eh nicht will. Die müssen mich nicht cool finden und dich auch nicht. Ja? Also deine Zielgruppe, die du ansprechen willst, die letztendlich, die musst du kriegen. Und im Immobilienverkauf sind das eben häufig Menschen plus 50, die vielleicht auch die ein oder andere konservative Einstellung haben. Deshalb bist du gut beraten, wenn du dich geschäftlich, also wirklich businesslike, kleidest. Das ist der zweite Tipp. So wie du nach außen auftrittst, so ziehst du auch entsprechend die Kunden an. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also sei bitte selber auch ein Wow-Faktor. Und wenn du selber keine Ahnung von Mode hast oder von überhaupt, wie du dich kleiden sollst, ist überhaupt gar kein Problem, dann lass dich einfach beraten. Auch das geht. Kommen wir zum dritten wichtigen Punkt hier an der Stelle. Ist dein gesamtes Auftreten in Form deiner Unterlagen. Also das heißt, wie trittst du bei Kaufinteressenten bzw. bei den Verkäufern wirklich tatsächlich auf? Und da fängt es hier zum Beispiel, ich habe hier mal ein Muster von einem Kunden von mir, ein Exposé vom anderen Stern. Wir blenden es auch hier einfach mal ein, damit du es nochmal siehst. Wir haben in unserem Coaching entsprechende Vorlagen und zwar alles, was das Herz begehrt. Es ist alles von A bis Z da und du musst dir keine eigenen Gedanken darüber machen, weil wir es schon tipptopp gestylt haben. Hochmodern, hochprofessionell und Wow-Faktor-like. Also deine Unterlagen, wie du das Ganze aufbereitest, von der einfachsten Checkliste angefangen, bis hin eben zu den Prospekten, die an die Kunden ausgelegt bzw. ausgegeben werden. Ob das ein Exposé ist, ob das ein Verkäuferprospekt im Einkauf ist bei der Objektakquise, ob das generell bei der Akquise unterschiedlichste Prospekte sind und so weiter. Und das, diese Dinge, also dein gesamtes Auftreten in Form deiner Unterlagen, der Aufbereitung deiner Unterlagen und der Inhalte vor allen Dingen deiner Unterlagen, ist der dritte wesentliche Faktor, woran letztendlich Verkäufer und Käufer erkennen, was der Unterschied ist, der den Unterschied ausmacht. Und damit, mit alleine diesen drei Faktoren, wirst du schon deutlich dich von deiner Konkurrenz abheben. Und es gibt noch einen kleinen Bonustipp von mir, weil schau, wenn du dir Mühe gibst in dem, was du tust und vor allen Dingen, wie du es tust, wirst du den Menschen draußen beweisen, dass du nicht nur Leidenschaft irgendwo hinschreibst, sondern es auch wirklich tatsächlich lebst. Weil wenn du es lebst, brauchst du es nicht mehr schreiben, sondern die Leute werden es merken, dass du es lebst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg mit diesen kleinen, feinen Tipps. Und wenn du genau hinschaust auf dein Business und ehrlich zu dir selber bist, machst du das wirklich schon so? Wenn nicht und du möchtest dich als Immobilienmaklerin oder als Immobilienmakler auf das nächste Level bewegen und in Zukunft auch solche coolen Exposés haben und als Wow-Faktor Immobilienmakler in meine kleine Community und in meine Familie aufgenommen zu werden, und zwar insofern, dass wir dir zeigen dürfen, wie du als Immobilienmakler dich von deiner Konkurrenz entscheidend abhebst, dann solltest du jetzt unter diesem Video hier ein kostenfreies Erstgespräch buchen. Wir sprechen mit dir, wir analysieren, wir beraten dich und das komplett kostenfrei. Und dann wirst du von uns eine Roadmap erhalten, die wir mit dir natürlich ausarbeiten, wie die nächsten Schritte sein können, damit du erstens nie wieder Probleme hast bei der Objektakquise, zweitens deinen Immobilienverkauf bekommst und drittens vor allen Dingen als Makler wirklich wachsen kannst. Das ist genau das, was wir wollen, denn das, was wir tun, ist eben nicht einfach nur Coaching, sondern Ausbildung, dass du das, was du bei uns lernst, in der Praxis wirklich anwenden kannst und deine gesamte Konkurrenz ausstichst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und vor allen Dingen nicht vergessen, lass ein Abo da
Und schreib gerne einen Kommentar hier rein, wie du in der Vergangenheit gearbeitet hast oder wo deine Stopps, wo deine Hindernisse und Barrieren sind. Und wir helfen dir natürlich gerne weiter. Wir freuen uns über jeden Kommentar und folge uns auf den sozialen Medien wie Facebook, TikTok, Instagram und wo sonst noch überall. In diesem Sinne, mach's gut und auf Wiedersehen.